Servus zu den Inside World Spirit Shots. Heute haben wir ein für mich sehr heikles Thema. Spiritosen bzw. Spiritosenersatz ohne Alkohol. Ich gebe ein klares Bekenntnis. Alkohol ist immer eine Frage der Menge, wird ja auch als Medizin bezeichnet. Aber am Markt ist es natürlich momentan irrsinnig trendy, nicht nur vegan oder fleischlos oder wie auch immer, sondern auch bei den Spiritosen hat sich eine komplett neue Welt aufgetan. Und mir ist eben zu Ohren gekommen, dass in Deutschland die Manufaktur Jörg Geiger in diesem Segment führend ist. Und dazu möchte ich jetzt recht herzlich den Jörg Geiger mit der gleichnamigen Manufaktur und den Michael, seinen Brennmeister, recht herzlich begrüßen. Grüß euch. Grüß dich, Frau Urfram. Ich hoffe, dass das... Servus da. Wir kennen uns ja, wir sind ja alle Freunde. Wir sitzen alle im selben Boot, lieben das gute Leben, Lifestyle, schöne Getränke. Heute machen wir es halt einmal ein bisschen alklos. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich da in diesem Segment nicht sehr gut aus, da wir beim World Spirits Award diese Produkte auch nicht prämieren. Deswegen werde ich jetzt von euch eine kleine Nachhilfe, halbe Stunde bekommen. Aber sag mir eins, im Grunde genommen, wenn man so schaut, wie es sich entwickelt hat, es hat den Campari gegeben, den gibt es natürlich noch immer. Und dann war das, der Cinciarino da, dieses Getränk für Leute, die keinen Alkohol wollen. Aber inzwischen ist es total trendig, Spiritosen ohne Alkohol zu trinken. Jetzt frage ich mich, das sind ja keine Spiritosen, das ist im Grunde genommen ein Spiritosenersatz. Das ist im Grunde genommen mehr oder weniger ein Erfrischungsgetränk mit ähnlichen oder identischen Rezepturen, die eben alkoholfrei, so wie es beim Bier auch üblich ist, verkauft oder angeboten werden. Beim Bier zum Beispiel ist 0,0 nicht, glaube ich, oder 0,0 ist, glaube ich, 0,0 Alkohol. Alkfrei hat, glaube ich, bis zu 2% Alkohol oder 1% absorben. Jetzt frage ich dich, erstens einmal, wie kommst du dazu, Spiritosen, Ersatzprodukte mehr oder weniger zu produzieren und wie stellst du diese Produkte her? Na, das ist eigentlich ganz einfach, Wolfram. Wir haben vor rund 20 Jahren mit dem Thema alkoholfrei begonnen, da neu drüber nachzudenken, was gab es vor 20 Jahren. Da gab es alkoholfreien Sekt und alkoholfreien Wein, den keiner haben wollte. Und du weißt, wir haben immer schon eine Brennerei, die hier zum Gasthof gehört hat. Und da haben wir sortenreine Brände gemacht, wie 16.000 andere hier im Süden Deutschlands auch. Natürlich haben wir da ein paar Raritäten gemacht, aber im Grunde ist es doch austauschbar. 1997 habe ich mit der Champagnerbratbirne den ersten Schritt weg von der reinen Brennerei gemacht, hin zu der Veredelung von alten Obstsorten. Die Champagnerbratbirne war eben schon immer bekannt, Schaumwein daraus herzustellen. Und 2003 habe ich neu gebaut, habe viel auf die Karte gesetzt und just in dem Jahr ist die Ernte der Champagnerbratbirne zusammengebrochen und dann war klar, wenn das wirtschaftlich weitergehen soll, dann muss ich mich mit neuen Dingen noch beschäftigen und das war dann der erste alkoholfreie, unser rotfruchtiger. Die Gastronomie hat es schnell erkannt, dass man eben Produkte braucht, die man alternativ zum Sekt beim Empfang anbieten kann. Und so ist heute eine Welt von rund 40 alkoholfreien Produkten entstanden. Die meisten firmieren bei uns unter dem Thema Prosecco. Vor rund 10 Jahren kamen dann die ersten Gastronomen auf uns zu und haben gesagt, Mensch, jetzt haben wir ein tolles Aperitif. Wir haben es eben auch geschafft, das Essen zu begleiten. Also alkoholfreies Food-Pairing haben wir vor gut rund 10 Jahren dann entwickelt und haben die Sommeliers und die Küchenchefs begeistert in Deutschland, in Österreich. Und so natürlich eben eine ganz neue Möglichkeit für die Gastronomie geschaffen, wie man Deckungsbeiträge generieren kann. Weg von nur Wein oder nur Spirituosen oder nur Champagner. Und ich glaube, das war unser Erfolg, dass wir immer gut zugehört haben, was braucht die Gastronomie. Damals kam dann die Idee, alkoholfreie Destillate zu machen oder ein alkoholfreier Gin. Genau das haben wir probiert, hat auch funktioniert. Nach 3 Wochen bei uns im eigenen Restaurant weitergetestet, wurde das Produkt dann sehr lebhaft. Das heißt, was haben wir als Basis? Über eine Spiritose zu sprechen, ist ja grundsätzlich falsch, weil eine Spiritose ist immer etwas, was auf Alkohol basierend destilliert wurde. Jawohl. Was wir hier haben, ist eine Kombination aus verschiedenen Pflanzenwässern oder auch Hydrolate genannt, die wir dann miteinander kombinieren. Und wenn wir schauen, was heute eben am Markt ist, na ja, die haben es gelöst, indem sie eben viel
Konservierungsstoffe hineingepackt haben. Kaliumsorbat, Benzoesäure, Säurungsmittel. Finden wir aber, das kommt für uns eben für ein alkoholfreies Produkt, für die hochwertige Gastronomie nicht in Frage. Deshalb haben wir uns von diesem Bereich gelöst und haben unseren eigenen Weg gesucht. Wie können wir trotzdem etwas destillieren auf Wasserbasis und das nachher in die Flasche bringen? Und unsere Antwort, das sind diese Virgin Long Drinks, also 14 Hydrolate, die wir hier einzeln nacheinander destillieren und am Ende dann kombinieren. Das Tonic bei uns ist dann eben ja der Apfel, die Gurke, die Stachelbeere, wenn wir über einen Gin Bitter reden. Aber jetzt erklär mal, was ist ein Hydrolat? Ein Hydrolat, zu Deutsch wäre es ein Pflanzenwasser. Das heißt, ich nehme mein Wacholder oder ich nehme meinen Kümmel oder ich nehme meine Pflanzenteile, mahle die. Dann muss ich mir natürlich immer überlegen, wie kriege ich das Aroma in die Wasserphase zuerst mal gelöst. Also beim Alkohol, klar, das ist immer ein gutes Lösungsmittel. Beim Wasser muss man ein bisschen tricksen. Also wenn ich jetzt so einen Kümmel habe, dann muss ich diesen Kümmel eben zuerst mal in einem Thermomix fein mahlen. Dann rösten wir den an und dann lösen wir das zuerst mal im Wasser auf. Also wir bringen das auf 70, 80 Grad im Wasser und gehen dann erst in die Brennerei. Das Tolle bei der Destillation in der Brennerei, auch wenn ich eben Wasser als Triebmittel nutze und nicht Alkohol, ja, ich habe immer das Durchschreiten von verschiedenen Temperaturzonen. Und dadurch kann ich ein Aroma vom Kümmel oder vom Wacholder genauso auch zerlegen, wenn ich eben nur Wasser als Triebmittel habe. Und wir wissen ja, wie ein Wacholder am Anfang, in der Mitte und am Ende riecht. Und genauso nehme ich eben das Mittelstück, das Herzstück heraus und nur das verwende ich nachher in meinem fertigen Produkt. Das ist so, also ähnlich. Hydrolat, kurz gesagt, ist ein Pflanzenwasser oder von Botanicals, also von Kräuter, Blüten und Gewürzen hergestellt. Aber im Grunde genommen ist es ja ähnlich dann wie in der Parfümproduktion, oder? So ist es, genau. Und ich bin davon überzeugt, viele Produkte entstehen auch nicht durch eine eigene Herstellung, sondern nur durch ein geschicktes Blending von Wässern, die bei der Parfümproduktion als Nebenprodukt anfallen. Ist das eigentlich gesetzlich geregelt, dieses Segment an Getränken? Na, also wir sind im Grunde ja in dem Bereich Erfrischungsgetränke im mehr oder weniger Segment unterwegs. Ansonsten ja, haben wir, glaube ich, noch keine richtige gesetzliche Rahmenbedingung. Okay, soweit habe ich das verstanden. Aber das ist jetzt eine Variante. Aber es wird die andere Varianten genauso geben, dass das Destillat gemacht wird und dann wahrscheinlich so wie beim Bier der Alkohol entzogen wird, oder? Also wir haben ja eine eigene Vakuumdestillation, die nutzen wir, um Weine zu destillieren. Und wenn du Bier jetzt herstellst, dann ist die Entalkoholisierung über eine Vakuumdestillation eine sehr einfache Lösung und eine sehr einfache Möglichkeit, diese gerade mal 4 Volumen Alkohol rauszubringen. Umso mehr Alkohol du im Ausgangsprodukt hast, umso schwieriger wird es, den Alkohol einerseits abzutrennen, aber das Aroma dort zu belassen, wo du es eigentlich haben willst, nämlich im entalkoholisierten Produkt. Das heißt, ich sehe die Schwierigkeit schon beim Wein, wenn wir Weine eben haben, die dann mal 12, 13, 14 Volumen Alkohol haben, dann tun wir uns da deutlich schwerer wie ein Wein, der nur 9 Volumen Alkohol hat. Wenn wir jetzt von einer Spirituose als Ausgangsprodukt ausgehen, dem den Alkohol entziehen wollen und dann aber verhindern wollen, dass der Aromaanteil an den leichter angebundenen Alkohol nicht mitgeht, sondern im Getränk zurückbleibt, das halte ich für sehr, sehr schwierig. Für nicht machbar eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich muss dir ehrlich sagen, es ist teilweise ist mir diese Mathematik der Produktion zu hoch, aber jetzt stelle ich dir die nächste Frage. Wie kommen wir aus praktisch einem alkoholfreien Whisky, einem alkoholfreien Rum oder einem alkoholfreien Wermut machen, den es am Markt zu kaufen gibt oder der angeboten wird? Wie wird das gemacht? Genau, aus meiner Sicht ist es immer eine geschickte Kombination von Pflanzenwässern, von Kräutern, von Gewürzen, die man ansetzt, die man eben auf Wasserbasis destilliert, also Hydrolate herstellt, Auszüge herstellt und die miteinander kombiniert. Aber es ist nie aus meiner Sicht die Basis, dass es vorher mal etwas Alkoholisches war. So, ich mache jetzt praktisch aus einer Kombination mit Botanicals und mit Wasser, hole ich die Öle heraus, oder? Genau. Die Öle, genau, je nach Rezeptur sind die Basis. Aber ja, was mache ich dann mit diesem Öl? Wie geht das weiter? Na, die Öle kannst du abscheiden über deine Flasche vorne dran. Also, dass du eine Florentiner Flasche hast, wo du die Öle nochmal abscheidest, dass du das reine Wasser hast.
Ich denke, viele nutzen eben Wässer, die aus der Ölproduktion als Triebmittel einfallen, die auch am Markt kaufbar sind, und kombinieren die. Wir machen das nicht. Wir machen wirklich diese Ansätze selber der einzelnen Botanicals und ziehen uns dann immer, weil wir es batchweise destillieren, ziehen wir uns immer das Herzstück raus. Anders, wenn du ein Pflanzenwasser kaufst, dann war das Pflanzenwasser ja immer nur das Triebmittel, um ein Öl im Grunde herzustellen. Dann ist es das Nebenprodukt. Bei uns ist das Wasser das Hauptprodukt. Das heißt, ich habe auch nur eine geringe Menge an Öl. Die kann ich im Grunde abscheiden über eine Florentiner Flasche, für andere Produkte nutze. Oder ich lasse es eben mit drin und es bleibt noch in der Filtration zum Teil mit im Filter hängen. Jörg, ich verstehe nicht, was machst du jetzt mit den anfallenden Ölen? Na, bei uns sind die Mengen eigentlich so klein, dass wir im Regelfall die Öle mit im Hydrolat drin lassen. Die Hydrolate werden nach der Herstellung, also jedes Botanical für sich, wird dann auf Bag-in-Box gefüllt und geht dann ins Kühlhaus, weil selbst ist das Hydrolat ja nicht haltbar. Das würde uns ja kaputt gehen bei einer normalen Lagerung. So kühlen wir es im Regelfall oder wir gehen auch mal her, dass wir es wirklich dann in den Tiefkühler legen und so aufbewahren, bevor wir nachher in die weitere Verarbeitung gehen. Die weitere Verarbeitung heißt, ich habe für meinen Gin Bitter 14 Hydrolate, die ich mir das Jahr über hergestellt habe. Ja. Ich kombiniere dann diese Hydrolate mit Apfelsaft, mit Stachelbeersaft, mit der Gurke. Also ich bringe in meinem Fall, so wie wir es machen, gleich das fertige Produkt am Ende auf die Flasche. Es kommen noch weitere Gewürze dazu, es kommt Wermut dazu. Wir arbeiten dann nochmal mit Enzianwurzeln, die die Bitternote bringen, mit Orangenblüte, die natürlich in der Nase und gleichzeitig auch bitter bringen. Und dann füllen wir das Ganze prickelnd auf die Flasche. Das heißt, unsere Idee war ein Produkt ohne Konservierungsstoffe, ohne Säuerungsmittel, ready to use sozusagen, auf die Flasche zu bringen. Okay, das verstehe ich jetzt. Wer würdest du praktisch nicht ein Trägerwasser unter Anführungszeichen oder Trägerflüssigkeit haben, die pasteurisiert ist zum Beispiel mit der Apfelsaft, wäre das ihr Produkt hier nie stabil? Da hättest du ein Problem. Und am Ende muss man eben sagen, wenn wir füllen, dann haben wir natürlich klar immer die Filtrationsschritte davor. Wir haben ein klares, blankes Produkt auf der Flasche. Aber wir gehen mit der geschlossenen Flasche, mit dem Champagnerkork, mit der Agraffe durch einen Tunnelpasteur und geben hier nochmal ganz leichte Wärmebehandlung, so bis auf 62 Grad im Kern. Und dadurch haben wir ein haltbares Produkt, das sich bei Zimmertemperatur hält. Wenn ich es aufmache, eben von dieser Größe einer 0375 Flasche mache ich noch zwei tolle Gläser mit ordentlich Eis und dann habe ich ein gutes Produkt, ready to use, aber das auch dann getrunken wird in dem Moment. Und du hast auch kein Problem, wenn die Gläser mit Eis gefüllt sind und du das Getränk dann hineingibst, dass du praktisch oben von Öl eben diese kleinen Fettaugen hast. Das ist wegfiltriert, oder? Nein, das Öl. Ein Teil vom Öl, denke ich, bleibt immer hängen in den verschiedenen Filtrationsstufen, die wir haben. Also diese Fettkomponente, die lagern sich ja dann schon in die Filterschicht an. Ein Teil von der Aromatik geht sicher mit rüber. Okay, Bernd. Aber du hast definitiv keine Fettaugen. Bei dem Kümmel kann es schon sein, deshalb schon auch diese dunkle Flasche, dass du im Kümmel natürlich auch ganz leichte Ausfällungen hast. Ja. Wenn du das nicht haben willst, dann musst du so scharf im Grunde schönen und filtrieren, dass es natürlich auch noch mehr vom Aroma rausnimmt. Also das ist immer so eine leichte Gratwanderung. Ja, es ist sehr. Aber dadurch, dass es auf Eis serviert wird und es prickelt, siehst du das nachher nicht beim Eingießen. Ja, sehr viel Spiel bei der Spiritosen oder beim Schnaps oder was auch immer.